Hallo und willkommen zurück zu Slime Rangers. Letzte Folge haben wir unsere Kükenfarm hier aufgebaut und züchten ja jetzt eigene Hühner, damit wir zum Beispiel die Slimes alle füttern können, die nur Fleisch essen. Ich meine jetzt nicht die, die wir hier in unserem Gehege haben, sondern die, die draußen in der Wildnis stehen, weil die droppen ja immer so einen Schlüssel, wo wir auch zu weiteren Gebieten kommen. Gut, erstmal füttern, denn das ist das Wichtigste, was man als allererstes machen sollte. Ist ja auch wie im echten Leben, man sollte erstmal seine Viecher füttern. Seine Viecher. Junge, Junge. So. Ihr habt hier schon mal alles, was ihr wollt. Hier kriegt ihr nochmal eure Herzrüben. Ja, was machen wir denn heute? Genau, wir werden heute wieder eine neue Rasse, eine neue Slime-Rasse uns holen. Wir haben ja letzte Folge ein neues Gebiet entdeckt. Und da habe ich Bock, diese neuen Slimes zu entdecken. Zum Beispiel gibt es da diese Knall-Slimes und diese Honig-Slimes. Das habe ich da mal gesehen. Haben wir letzte Folge ja gesehen. So, gib mal hier das ganze Zeug. Ich muss mir die ganze Zeit in die Nase kratzen. Ich hab echt... Also, es juckt die ganze Zeit. Ist nervig. Aber naja. So, ja, ich werde mal den Teil rausschneiden, wo ich die ganze Zeit nur am Laufen bin. Also, bis gleich. Gut, ich bin drinne. Wo sind denn die Knall-Slimes? Guck mal, da ist ein großer, aber ich will die normalen, die sich noch nicht gemischt haben mit irgendwelchen anderen. Wo haben wir denn hier welche? Ja, wo haben wir denn welche? Ach, ich liebe dieses Spiel. Es ist so schön friedlich. Okay, hier haben wir zum Beispiel einen Knall-Slime. Das ist so ein Jäger-Slime. Aber ich weiß nicht, ich habe gehört, die können meine Hühner fressen. Da will ich ein bisschen aufpassen. Also die will ich noch nicht haben. Ich will erstmal... Oh Gott, ein Teer-Slime. Ich will erstmal die Knall-Slimes und die Honig-Slimes. Die sind gut. Oh Gott, der Teer-Slime. Ah, geh weg. Habe ich das Jetpack? Ich glaube, ich habe das Jetpack. Dann müssten wir darüber kommen. Also hoffe ich mal. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Ist K.O. gegangen. Ja, geil. Oh mein Gott, bin ich behindert. Alter. Ja, geil. Ist ja gut gelaufen, diese neue Rassen zu finden. Da sag ich mal, good job, Luke. Good job. Alter, vielleicht sollte ich mir erstmal Upgrades holen. So eine Energie-Upgrade wäre gar nicht mal so schlecht. Ach, Mann, wie viel kostet denn das Energie-Upgrade? 350, okay, ein bisschen mehr. 350 News kriegen wir bestimmt. Es tut mir leid, dass ihr schon wieder so hungrig seid. Ich weiß, ich hab verkackt. So, hier noch euer Slime. Fuck, ich hab nicht mehr genügend Platz. Alter, muss ja immer wieder was ausgeben. Nur um Privilegien zu haben. Okay, wir haben schon mal 1000. Alter, ist das das erste Mal, wo wir 1000 haben? Okay, können wir schon mal hier Energiemodul. Schockwelle können wir noch bauen. Füge deinem Backpack einen Schockwelle-Generator hinzu, der Slimes wegstößt, wenn du etwas mehr Platz für dich brauchst. Okay, wahrscheinlich für Teer-Slimes sehr gut. Sprinterstiefel würde ich gerne noch nehmen. Kann ich besser sprinten? Gib mir noch mehr von deiner Scheiße. Du. Gott, hier noch den Rest rein. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die beiden Slimes habe. Also die beiden Slime-Arten. Bin mal gespannt, wie viele ich davon finde. Bis gleich. Alright, da habe ich es endlich geschafft. Die alle mal zusammen.
Gut, ist es eigentlich okay, wenn ich die jetzt hier in der Nähe von meinen anderen Slimes tue? Weil die knallen ja. Naja, Knallers sind ja nicht so schlimm. Ist ja wie im echten Leben. So, Knallers, die können ja eigentlich immer direkt töten. Was laber ich eigentlich da gerade? Ich habe einen Knallplot noch gefunden, den will ich mal verkaufen. Wie viel? Oh, 38 News. Das hat sich schon mal sehr gelohnt. Und das dann so 10 Mal, das kann schon ziemlich viel Money geben. Money, money, money. Da bin ich schon echt reich dann. Okay, was mögen denn diese beiden Slime-Arten? Okay, Honig-Slimes mögen Minzmango und die Knall-Slimes mögen Fleisch, also gestripptes Huhn. Da würde ich lieber die Minzmangos suchen, weil ich finde halt Früchte und Gemüse sind besser zu finden, als jetzt halt die ganze Zeit nach Hühnern zu suchen, weil du musst dann extra nochmal eine Farm dafür bauen. Ist halt ein bisschen blöd. Ist ein bisschen blöd. Und ich habe noch eine Sache entdeckt. Und zwar, wenn wir hier auf die E-Mails gehen und dann auf 7C Belohnungsclub gehen, kriegen wir nämlich eine zusätzliche Sache. Aber erstmal lese ich das hier zu. Die 7C Corporation. Miss Lebau, die 7C Corporation würde Ihnen gerne ein sehr spezielles Angebot machen. Eine Einladung in den äußerst exklusiven, höchst begehrten 7Z Belohnungsclub. Der 7C Belohnungsclub erlaubt es Ihnen, Ultra-Premium-Ränge innerhalb eines exklusiven Clubs zu verdienen, zu einem nur Semi-Ultra-Premium-Preis. Ja, es ist so einfach. Jeder Rang verleiht Ihnen einen neuen Club-Titel, zusammen mit einzigartigen Belohnungen wie wunderschönen Upgrades für Ihre Ranch, exklusive Anpassungsmöglichkeiten und mehr. Wir freuen uns auf Ihren Beitritt. Die 7C Corporation öffnet Ihnen einen Weg zur Größe für eine große Summe New Bucks nach der anderen. Genau. Hier haben wir es sogar direkt. Wir steigen Ränge, wenn wir den Money geben. Das ist so ein bisschen wie so ein Vertrag. Es ist ja sozusagen ein Vertrag. Also stellt euch einfach mal einen Mieter vor. Ein Vermieter vor, der euch eine Wohnung gibt. Aber desto mehr ihr ihnen zahlt, desto besser sieht dann die Wohnung aus. Und am Ende ist es dann eine Villa. So könnt ihr es euch vorstellen. Ich kenne jetzt kein Beispiel, wo man jetzt mit immer mehr Geld bessere Belohnung bekommt im echten Leben. Also stellt euch das einfach so vor. Also anderes kann ich mir nicht vorstellen. Okay, warte mal, ich möchte euch noch angucken, damit ich ein schönes Screenshot bekomme. Warte, hier der Knall-Slime. Kannst du bitte nochmal knallen? Oh nein, nicht in den Gebüsch. Nicht in den Gebüsch. Bitte knall nochmal. Hallo, sollst du mich angucken? Ich guck die ganze Zeit die Wand an. Ja, er knallt. Ja, aber ich sehe dich nur halb. Mann, das ist blöd. Warte mal. Ich versuch nochmal. Hier. Jetzt knall bitte nochmal. Was ist mit dir los? Hast du jetzt einen Anfall? Jetzt dreht er sich die ganze Zeit. Hallo. Stopp. Guck mich in die Augen. Genau. Und jetzt knall bitte. Du sollst knallen und nicht abhauen. Hallo. Sehe ich das, ob der knallt? Woran sehe ich denn das? Ich glaube, diese Magma Lava da oben auf seinem Kopf, die wird wahrscheinlich immer mehr und dann knallt er. Los, jetzt knall! Nein, nicht ins Gebüsch. Der wenig, jetzt. Jawohl, perfekt. Gut. Perfekt, haben wir Thumbnail jetzt auch noch? Okay. Ich will schon mal den ersten Rang haben. Weil das klingt echt verlockend. Auch wenn das sich bei der E-Mail ein bisschen nach Abzocke angehört hat.
wir vertrauen mal dieser Corporation. Ich bin mal so einer. Aber erstmal kaufe ich mir einen Garten. Weil wir brauchen ja noch für unsere Slimes, also eher unsere Honig-Slimes, aber die werden sie ja eh paaren. Minzmangos. Das heißt, bauen wir schon mal einen Garten. Und ich mache mir mal auf den Weg, eine Minzmango zu finden. Bis gleich. Oh, ich habe gerade ein Kartenteil gefunden. Guckt euch doch mal das an hier. Also ich habe die Minzfrucht gefunden und jetzt haben wir auch die Karte gefunden. Das Geile ist, ich habe schon hier alles von dem Kartenteil gefunden. Also eigentlich habe ich hier dieses Areal schon komplett entdeckt. Genau wie die Slimes und die Früchte. Also sind wir eigentlich mit diesem Areal schon komplett fertig. Wir könnten zwar noch den einen Jäger-Slimes, also diese Jäger-Slimes noch uns mitnehmen und dann ja mit reinpacken in unser Farm. Aber das können wir später machen. So, die hauen ja nicht ab. Außer, sterben eigentlich Slimes? Wie sterben die eigentlich? Werden die überhaupt alt? Was ist mit denen? So, das frage ich mich so ein bisschen. Wie ist denn das gemacht so? Die werden also nie alt, glaube ich mal. Aber wie sterben die denn? Bleiben die immer am Leben? Das wäre ja merkwürdig. Das wäre ja richtig komisch. Und ich will euch nochmal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn ich einen Ter-Slime mache. Ich habe nämlich gerade zwei verschiedenen Slimes, dem Plort. Und den kann ich jetzt den erstmal geben. Guck mal, nehmt jetzt erstmal von den Jäger-Slime. Ja, oh, der soll doch mal richtig essen. Beiß rein! Gut, jetzt ist er nämlich ein Jäger-Slime. Und jetzt, ey, ruhig. Du sollst nicht mich essen, du sollst das hier essen. Warte nochmal. Genau, und jetzt hat er halt noch den von Honigplort gegessen und jetzt ist er ein Ter-Slime. Aber ich will dich nicht hier in meine Farm. Oh, warte, aber ich sollte ihn vielleicht komplett hier rausschicken, nicht, dass er gleich hier ankommt. Ja, und wenn er welche frisst, dann werden es immer mehr von ihm. Ihr müsst aufpassen, nicht, dass irgendwann ein anderer Plort in von gemischte Slimes reinkommt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Und ihr macht das bitte nicht. Bitte bleibt da, wo ihr sein sollt. Also ihr hüpft so viel. Hallo. Ich glaube, ich sollte gleich mal ein Dach bauen. Da fangen jetzt, ist schon wieder so teuer. Warte, aber ich kann hier die Plots hier noch reinmachen. 46, 38. Lohnt sich. Ja, machen wir jetzt hier nochmal ein Dach. Zack, fangen wir jetzt. So. Und dann würde ich nochmal schlafen gehen und dann euch erstmal alle füttern. So, lalala. Oh, schade. Die Meat-Slimes bekommen gar nichts. Oh doch, jetzt weckt's. Es hat noch ein bisschen gedauert. Ist halt wie im echten Leben. Kann auch nicht alles gleich ankommen. Und die Minzmangos. Wie findet ihr eigentlich Minzzeug? So Minzbonbons oder Minz-Kaugummi. Findet ihr das schmackhaft? Also, ist das für euch so. Ist das lecker? So zum Beispiel als Kaugummi. Könnt ihr dann eure Arbeit oder euer Vergnügen halt schön weitermachen? Schmeckt euch das? Also ich finde Minz ziemlich lecker, also Minz schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Boah, Alter, die explodieren ja die ganze Zeit. Beruhigt euch, ganz ruhig. Tankbooster MK2, nice. Ich brauch hier noch so einen Plot-Sammler. Dann ist perfekt. Nehmen wir jetzt den ganzen Plot mit, den wir jetzt hier haben. Zack. Dann gucken wir mal, wie viel wir jetzt alles bekommen haben. Wie viel Geld. Dann vielleicht reicht das schon für das erste Upgrade bei den 7C Corporation. 7C Corporation. So heißt es ja. Aua.
Aua. Scheiße, ich hab nur noch 7 HP. Nein! Nein! Die haben mich umgebracht. Das sind böse Slimes. Ich glaube, die sind sogar böser. Nein, die Plots sind weg. Okay, Leute, aber dann will ich erstmal die Folge beenden. In der nächsten Folge werden wir herausfinden, wie viel Geld ich gebracht habe. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.